Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Rezept aus der Kategorie Nur Butter heißt und schmeckt so. Das einzige Rezept in dieser Kategorie ist Butter. Und genau das machen wir heute. Butter. Ja, selber. Ja, warum? Weil wir es können. 200 Gramm Sahne habe ich gekauft und die gießen wir jetzt hier in unseren Mixtopf. Setzen den Rühraufsatz ein und schlagen die Sahne so lange, bis sie steif ist, auf Stufe 2 und noch darüber hinaus. Ja. Ich muss das immer so ein bisschen im Auge behalten hier. Und das kann dauern. Also im Rezept steht Stufe 2, aber ich habe das Gefühl, das dauert ewig. Ich drehe jetzt mal auf 4. Das ist ja eigentlich egal, es muss ja festgeschlagen werden. Es wird auch schon fest. So, das hat jetzt schon ein bisschen länger gedauert. Ich habe zwischendurch auch schon mal dann hochgeschaltet. Aber wie ihr seht, hier hat sich schon so was Butterartiges gebildet. Wir nehmen jetzt diesen Rühraufsatz raus, entfernen dann natürlich die Butter von, ganz klar. Dann gießen wir das Wasser oder diese milchige Flüssigkeit, die sich da unten gebildet hat. Ich zeige euch das jetzt gleich mal. Die gießen wir ab. So, jetzt haben wir die Flüssigkeit weitestgehend entfernt, haben jetzt quasi noch den Rest Butter hier unten drunter und jetzt kommen 200 Gramm kaltes Wasser hinzu und das Ganze wird jetzt 10 Sekunden auf Stufe 3 ohne Rühraufsatz geschlagen. Dann wird das wieder abgegossen, das Wasser, und es kommen wieder 200 Gramm kaltes Wasser hinzu. Den Vorgang wiederholen wir so lange, bis die Flüssigkeit, die wir abgießen, nahezu klar ist. Also immer wieder 10 Sekunden, Stufe 3, wieder Flüssigkeit abgießen. Und ihr seht, die Flüssigkeit ist schon klarer geworden. Jo, das sieht doch schon sehr gut aus. Also, das denke ich war der letzte Durchgang. So, jetzt war das Wasser wirklich nahezu klar und als letzten Durchgang lassen wir das Ganze jetzt einmal noch ohne Wasser 10 Sekunden auf Stufe 3 laufen, um die letzten Wassertropfen quasi hier rauszubekommen aus dem Buttergemisch. Ja, da ist nicht mehr wirklich viel gewesen. Die Butter hole ich jetzt raus, mache die in ein Schälchen. Und so haben wir unsere eigene, wirklich auch streichfeste. Da ist auch noch ein paar Tröpfchen sind noch drin. Unsere erste eigene streichfeste Butter hergestellt. Jetzt sagt ihr natürlich zu Recht, oh, das ist aber ganz schön viel Aufwand. Dafür kann ich die auch kaufen. Klar, könnt ihr. Aber wisst ihr, wieso ich mir ein Rezept rausgesucht habe, wie man Butter machen kann? Weil ich schon 3 oder 4 Mal Sahne schlagen wollte und es hat einfach nicht funktioniert. So, und ab sofort mache ich dann da Butter draus. So, die brauche ich dann schon nicht mehr zu kaufen. Also, Butter, nee, wofür kann man die nehmen? Fürs Butterbrot zum Beispiel. Weiß nicht, kennt ihr unser Kartoffelbrot, das wir im Kanal haben? Da oben einfach mal anklicken. Da passt das wunderbar dazu und natürlich auch zu unserem Hefezopf. Ja, das findet ihr hier. Also einfach mal ausprobieren, nachmachen, weiß nicht, was ihr sonst macht, wenn euch geschlagene Sahne misslungen ist. Vielleicht kann man da auch noch was anderes draus basteln. Wäre schön, wenn ihr mir das einfach runter in die Kommentare schreibt und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare und wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, bis dahin sage ich Tschüss und guten Appetit.